Du möchtest dich verändern, du möchtest ein anderes, ein besseres Leben führen, aber du weißt nicht, wie du es angehen sollst, weil deine bisherigen Versuche gescheitert sind. Dann bleib unbedingt dran, denn ich habe jetzt eine 5-Schritte-Anleitung für dich, wie du dein Leben nachhaltig verändern kannst. Jeder Mensch steht irgendwann an dem Punkt, und ich glaube sogar mehrfach im Leben, an dem man so, wie es bislang war, einfach nicht weitermachen möchte, indem man etwas anderes möchte, indem man ein anderes Leben möchte, indem man sich anders fühlen möchte, etwas anderes erleben möchte. Aber die Frage ist, wie kommt man dahin? Und dazu habe ich heute eine 5-Schritte-Anleitung für dich. Und mein erster Tipp oder der erste Punkt in dieser Anleitung lautet: Finde ein Vorbild. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn eine Sache, die uns immer ganz schnell von Neuem abbringen kann, sind Zweifel. Und natürlich empfinden wir Zweifel, wenn wir neue Wege beschreiten, wenn wir etwas Neues ausprobieren. Man fragt sich immer gleich, ist es richtig, ist es sinnvoll, kann ich das überhaupt, funktioniert das? Und das ist ganz wichtig, dass wir jemanden finden, der diese Veränderung bereits erfolgreich lebt. Unabhängig davon, ob du glücklicher werden möchtest, disziplinierter arbeiten willst oder dich als Hochzeitsfotograf selbstständig machen möchtest. Wir brauchen jemanden, ein Vorbild. Eine Person, die diese Veränderung bereits lebt und die uns jederzeit immer wieder daran erinnern kann, es ist möglich. Du kannst das machen. Es ist möglich. Ich habe es auch gemacht. Du kannst es auch machen. Als ich mich dazu entschieden habe, mein Bloggen quasi zum Beruf zu machen, da wurde das auch von vielen Seiten belächelt. Und natürlich hatte ich Zweifel, Riesenzweifel. Aber was dazu geführt hat, dass ich dran geblieben bin und dass ich mich allen anderen sozusagen der Kritik widersetzen konnte, war, dass ich ein ganz klares Vorbild hatte. Vielleicht kennt sie jemand von euch, Conny Bisalski, eine große Reisebloggerin noch vor einigen Jahren. Gib mir gern einen Daumen nach oben, wenn du sie kennst. Die war mein Vorbild und die hat mir persönlich gezeigt, dass dieser Weg möglich ist. Und das war etwas, was ich natürlich auch nach außen immer weitergeben konnte und was ich vor allem auch für mich selbst immer wieder nutzen konnte, wenn ich Zweifel hatte, zu sehen, schau sie dir an, sie hat es geschafft, sie ist damit erfolgreich, ich kann es auch. Vorbilder gibt es überall, wir müssen nur unsere Augen offen halten. Eine super Möglichkeit dazu hast du übrigens nächstes Wochenende schon, nämlich vom 27. bis 29.11.2020. Da finden die Online-Live-Coaching-Days von Greator statt. Falls du darauf keine Lust hast, kannst du einfach zu dieser Minute vorspulen und da findest du direkt meinen zweiten Tipp und kannst mit dem regulären Video weitermachen. Denn für alle anderen wollte ich mal ganz kurz erklären, wer oder was Greator eigentlich ist, falls du das noch nicht kennen solltest. Greator ist eine Coaching-Plattform, bei der sich alles um Selbstverwirklichung dreht. Das Ziel von Greator ist es, Menschen zu helfen, ihr volles Potenzial zu leben, ihre Greatness sozusagen auszuleben. Und dazu veranstalten sie zahlreiche Rednernächte, Coachings, Festivals und eben auch diese Online-Live-Coaching-Days. Sie haben auch einen erfolgreichen YouTube-Kanal, bringen, glaube ich, 3 Videos die Woche und einen Podcast und laden dazu dann auch immer wieder verschiedene Experten ein. Und so sind sie auch auf mich zugekommen und haben mich gefragt, ob ich diese Online-Live-Coaching-Days vorstellen möchte. Das ist nämlich jetzt wirklich ein kostenloses Angebot von Greator, das gerade jetzt in dieser herausfordernden Zeit ja Menschen einfach unterstützen und an die Hand nehmen möchte. Und dazu werden die Ausbilder Christina und Walter Hommelsheim 3 Tage lang verschiedene Tools und Techniken mit dir teilen, um innere Blockaden zu lösen. Also es wird auch viel um diese Arbeit mit dem inneren Kind gehen, falls dir das was sagt. Außerdem darfst du dich auf 2 ganz tolle Special Guests freuen, nämlich Tobias Beck und Stefanie Stahl. Das ist die Autorin des Spiegel-Bestsellers „Das Kind in dir muss Heimat finden“. Ja, und du wirst ganz viel Inspiration und Anregung bekommen. Es wird gemeinsame Meditationen geben und eben auch einen gemeinsamen Austausch. Wenn es nämlich darum geht, ja, frische Motivation zu bekommen oder einen Anreiz zu bekommen oder eben diese Inspiration, dieses Vorbild, um loszulegen und die Veränderung durchzuführen, die du ja für dein Leben möchtest, dann sind solche Events, dann sind solche Angebote, gerade wenn sie kostenlos sind, natürlich Gold wert. Und deswegen, ja, ist es ja vielleicht einen Versuch wert. Den Link zur Anmeldung findest du auf jeden Fall unten in der Infobox. Ein Vorbild hast du jetzt vielleicht gefunden, aber wie geht es jetzt weiter? Mein zweiter Schritt lautet: Entwickle eine Vision. Und das ist vielleicht etwas anders, als was du sonst so an dieser Stelle finden wirst. Denn meistens heißt es jetzt: Definiere ein Ziel und erstelle dir einen Plan. Und das ist auch alles wunderbar und schön und gut, aber ich glaube, dass es einen entscheidenden Fehler beinhaltet.
Wir bleiben nämlich komplett dieselben Menschen und nehmen uns nur vor, ab morgen etwas anderes zu tun. Unser Selbstbild verändert sich aber nicht. Und wir übernehmen diese neuen Dinge nicht in unser Selbstbild. Und ich glaube, das ist etwas, was uns dann immer wieder auch scheitern lässt und was auch immer wieder neue Zweifel aufbringen wird. Und dazu habe ich vor kurzem in einem Buch eine super Erklärung gelesen, die ich jetzt gerne mit dir teilen möchte. Nehmen wir einen Raucher, der mit dem Rauchen aufhören möchte. Und jetzt stell dir vor, am nächsten Tag wird ihm eine Zigarette angeboten. Es macht jetzt einen riesengroßen Unterschied, ob dieser Raucher sagt, nein, danke, ich versuche gerade aufzuhören, oder ob der Raucher sagt, nein, danke, ich bin nicht Raucher. Im ersten Fall identifiziert er sich nämlich noch als Raucher. In seinem Selbstbild ist er ein Raucher, der nur gerade versucht, irgendwie das mal ein bisschen weniger zu machen und ja, da irgendwas ändern will. Aber Selbstbild, ich bin ein Raucher. Im zweiten Fall hat er diese Veränderung, die er sich für sein Leben wünscht, in sein Selbstbild übernommen. Und er sagt, ich bin nicht Raucher. Ich bin eine Person, die nicht raucht. Und das wird es ihm viel leichter machen, diese Zigarette abzulehnen. Wenn wir echte Veränderungen in unserem Leben wollen, dann müssen wir genau dahin kommen. Wir müssen gedanklich und gefühlsmäßig schon zu dieser Person werden, diese Person sein, die wir werden wollen. Dann können wir nämlich auch wie diese Person handeln. Deswegen noch einmal, der zweite Schritt lautet, entwickle eine Vision. Mal dir so detailliert wie möglich aus, wie diese Person ist, die du sein möchtest. Der dritte Schritt lautet, übernimm zentrale Routinen. Denn vom Fantasieren allein hat noch niemand sein Leben verändert. Es gilt jetzt also, diese Idee, diese Vision in konkrete Handlungen, konkrete Gewohnheiten zu übersetzen. Und auch hier kannst du wunderbar auf dein Vorbild zurückgreifen, denn diese Person hat wahrscheinlich ganz viele Routinen, die ihr helfen, so zu sein, so diszipliniert zu sein oder sich so gesund zu ernähren. Zum Beispiel eine Person, die sich gesund ernährt, die du dafür bewunderst, dass sie so eine gesunde Lebensweise hat. Die hat vielleicht die Routine, dass sie einmal die Woche einen großen Wocheneinkauf macht, dass sie vorkocht am Wochenende für die Woche, dass sie immer gesunde Snacks im Kühlschrank hat, dass sie keine Süßigkeiten zu Hause hat, dass sie vielleicht einen Essensplan für die Woche schreibt und eben genau kalkuliert, was sie dafür kaufen muss und dann eben auch nur diese Lebensmittel im Haus hat. Das sind alles wertvolle Routinen, die auch du übernehmen kannst, wenn das dein Ziel ist, dich gesünder zu ernähren. Und diese gilt es jetzt in die Tat umzusetzen. Und dabei ist auch ganz, ganz wichtig, nimm dir nur eine Routine vor. Nicht alles auf einmal, das schaffen wir nicht, damit sind wir überfordert, dann ja, scheitern wir, ist das Scheitern vorprogrammiert. Also nimm dir eine Routine. Etabliere die für dich und wenn die wirklich fest sitzt, dann nimmst du die nächste Routine. Wenn dein Ziel ist, glücklicher zu werden, dann hast du ein Vorbild ja dir rausgesucht, eine Person, die dieses Glück versprüht. Und das ist vielleicht eine Person, die jeden Morgen mit einer Meditation in den Tag startet, die abends einen positiven Tagesrückblick macht oder die zur Mittagszeit immer spazieren geht. Was davon möchtest du übernehmen? Such dir eine Routine raus und etabliere sie in deinem Leben. Der vierte Tipp lautet, plane Rückschläge ein. Warum scheitern so viele Vorhaben? Oft, weil wir beim ersten Rückfall aufgeben und uns vorwerfen, dass wir es doch wieder nicht geschafft haben. Dabei sind Rückschläge normal und sie gehören dazu. Wir müssen sie nur unbedingt von vornherein einplanen. Denn dann geben wir nicht gleich frustriert auf, wenn was schief geht, sondern wissen ganz genau, okay, heute ist es passiert, was ich schon wusste, was passieren wird, morgen versuche ich es einfach erneut. Besonders sinnvoll ist es auch, dir von vornherein zu überlegen, welche Hindernisse auftreten können. Wenn du zum Beispiel dich gesünder ernähren möchtest, dann kann man gleich im Vorfeld überlegen, okay, wann ist dieses Vorhaben so richtig in Gefahr? Wir kennen uns ja alle selbst. Und dann weiß man zum Beispiel, wenn ich einen stressigen Tag hatte oder wenn die Nacht ganz schlimm war, dann weiß ich, da greife ich eher auf Süßigkeiten, Fastfood etc. zurück. Und dann kann man sich für diese konkreten Situationen Alternativen oder eben Verhaltensmöglichkeiten überlegen, auf die man dann in der Situation zurückgreift und ja, nicht frustriert aufgeben und alles hinwerfen muss. Wenn du mehr über diese Vorgehensweise erfahren möchtest, dieses Hindernisse konkret einzuplanen, dann empfehle ich dir, Moment, hier oben, ich glaube, hier oben, mein Video über die WUP-Methode von Frau Professor Dr. Oettingen. Mein fünfter und letzter Schritt lautet, justiere nach Bedarf. Denn du hast jetzt die ersten Schritte unternommen in dein neues Leben, in dein verändertes Ich. Und da ist es super wichtig und sinnvoll auch, dass wir uns regelmäßig Zeit zum Reflektieren nehmen. Vielleicht am Ende der Woche oder am Ende eines jeden Monats, dass du zurückblickst und schaust, okay,
was hat geklappt, was hat vielleicht noch nicht funktioniert, woran hakt es noch? Da kannst du zum Beispiel neue Hindernisse ausfindig machen und neue Verhaltenspläne dafür erstellen. Und du kannst generell natürlich auch schauen, welche Routinen funktionieren für dich und welche musst du vielleicht noch ein bisschen abändern, damit sie für dich und dein Leben funktionieren. So, das war meine 5-Schritte-Anleitung für dich. Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Video für dich mitnehmen. Ich weiß, Veränderungen fallen uns oft schwer, aber das liegt eben auch häufig daran, dass wir sie falsch angehen. Und ich hoffe wirklich, ich konnte dich in diesem Video ermutigen, sie Schritt für Schritt anzugehen. Und zwar mit einem klaren Vorbild, mit einer klaren Vision in deinem Kopf, dass du diese Veränderung wirklich zu einem Teil von dir selbst machst. Und wie gesagt, wenn dich die Online-Live-Coaching-Days von Greator interessieren, dann findest du den Link dazu unten in der Infobox. Und jetzt würde mich noch brennend interessieren, wie lautet deine Vision? Welche Person möchtest du sein? Und wer ist in dieser Hinsicht vielleicht ein Vorbild für dich? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Und ich freue mich auf dich wieder nächsten Sonntag hier in unserer wundervollen Glücksdetektiv-Gemeinschaft. Lass es dir gut gehen.